Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Tag 7 von meinem Lakritz-Selbstexperiment. Es ist offiziell Halbzeit, eine Woche ist rum. Die Frage ist immer noch, kann ich meinen Geschmack darauf trainieren, Lakritz zu mögen? Laut einem Video, was ich hier gesehen habe, soll das gehen. Deswegen esse ich seit 7 Tagen jeden Tag Lakritz. Wir machen es heute nochmal dreimal. Erstmal 1 von 3. Let's go. Ja. Okay. Also ich muss sagen, es dauert jetzt erstaunlich lange, bis es eklig wird. Es wird jetzt echt immer nur so, also am Anfang ist es echt okay und schmeckt sogar fast gut, dass ich das jemals sagen würde, ne? Crazy. Aber es dauert auf jeden Fall sehr lange jetzt, bis es dann eklig wird. Aber das Ende ist immer noch Katastrophe. Also kurz vorm Runterschlucken ist absoluter Horror. Und ja, wir sehen uns noch zweimal heute. Und ja, bis dann, tschüssi. So, Leute, Nummer 2 von 3 für heute. Let's go. Okay, also das Ende ist immer noch, wie gesagt, absoluter Horror. Aber ja, das war 2 von 3. Wir sehen uns heute Abend. Tschüssi. Leute, es ist abends. Wir machen Nummer 3 von 3 für heute. Let's fucking go. Okay, also es ist echt crazy. Also der Punkt, wo es eklig wird, geht immer weiter nach hinten. Also immer so kurz vorm Ende noch wird es dann mal eklig. Aber bis dahin, ich will jetzt das Wort eigentlich noch nicht benutzen, aber es ist fast schon lecker. Lecker, lecker ist vielleicht übertrieben, aber es ist schon so ein Punkt, wo ich sage, oh, kann man essen. Also ich bin wirklich unnormal gespannt, was jetzt in 14 Tagen dann sein wird. Also haben sie gerade Halbzeit. Ich bin unglaublich gespannt, was am 14. Tag sein wird. Wenn du genauso gespannt bist, mach hier das Plus weg. Und ja, wir sehen uns morgen. Tschüssi.